Hallo meine Lieben. Und zwar habe ich für euch wieder ein Haul. Ich war mit meinem Mann im Lidl kaufen gewesen und ich war gerade im Rossmann. Wollte euch mal gerade zeigen. Und zwar haben wir wieder ein 6er-Pack Sprudel mitgenommen. Upsa. Hier fallen sogar schon welche raus. Und zwar hat mein Mann sich einmal diese, ich muss die mal gerade richtig zumachen, diese Schokoladenriegel hier einmal genommen. Die hat die schon aufgemacht, dann sind mir gerade welche rausgefallen. Dann habe ich mir einmal von Mr. Schock, da sind 7 Stück drin, einmal die hier geholt. Das sind die günstigeren zu dem Pieno. Die teuren. Und die hier kosten beim Lidl 96 Cent. Die sind im Angebot und die schmecken genauso gut. Ist aber eine Suchtgefahr, also Vorsicht. Dann habe ich wieder einmal unsere Pizza-Kombi gekauft. Dann zweimal solche Weihnachtsmischungstüten. Genau. Dann haben wir zweimal Cola. Dann einmal Kuschelweich Sommerwind. 31 Wäschen. Dort sind 1 Liter drin. Die nehme ich ja nur, die riecht ja richtig gut. Dann habe ich einmal genommen Paprikachips. Dann einmal Fondulano Teewurst fein geräuchert, 125 Gramm. Schmeckt super lecker. Dann habe ich wieder unsere Kräuteraufstrich genommen. Da sind 300 Gramm drin. Dann haben wir einmal genommen Kochschinken. Da sind 150 Gramm drin, diese kleinen Scheiben. Dann einmal unser Reibekäse. Ist auch im Angebot für 96 Cent. Dann einmal Halbach Vollmilch. Da musste ich jetzt aber leider, ist 1 Liter, die 3,5% holen, weil die 1,5er waren leer. Weil ich kann diese 3,5%igen Milch nicht so oft trinken, weil da kriege ich Bauchschmerzen. Deswegen bin ich umgestiegen auf die 1,5 Liter, also 1,5%ige Milch. Und die war leider nicht da gewesen heute. Dann haben wir einmal geholt Thunfisch im eigenen Saft. Die war auch im Angebot für 96 Cent. Dann einmal eine Geflügelfleischwurst. Die brauche ich für Nudelsalat zu machen. Genauso wie brauche ich dann auch diese Gurken für Nudelsalat. Und einmal die junge Erbsen sehr fein. Die brauche ich auch für den Nudelsalat. Und die würzige Remoulade brauche ich für den Nudelsalat. Genau, weil Nudeln habe ich zu Hause noch genügende. Und ja, Gewürze ja auch. Und ja, dann machen wir an Heiligabend haben wir vorher, also ja. Ganz traditionell normalerweise Kartoffelsalat und Bockwürstchen gemacht. Nur dieses Jahr mache ich einfach mal was anderes. Dieses Jahr mache ich einfach mal Nudelsalat und Bockwürstchen für Heiligabend und das schmeckt genauso gut. Dann habe ich zweimal für meine Hunde diese Leckerlis geholt. Die sind mit Kalb. Und die lieben meine Hunde. Meine Miley, die steht gerade vor mir und guckt mich an und möchte gerne eins. Gebe ich ihr gleich mal eins.
dann haben wir einmal diese Safari Nuggets mitgenommen. Dann haben wir einmal mitgenommen Paprika Lione. Dann haben wir einmal Bierschinken. Einmal diesen Schmelzkäse in Scheiben. Das sind 10 Stück drin, 250 Gramm. Genau, sind diese. Und wir haben einmal Käsebockwürstchen 500 Gramm geräuchert mitgenommen. Die sind auch schon für Heiligabend. Die friere ich ein. Genau. So, und dann war ich noch im Rossmann gewesen. Da habe ich einmal von Winston diese Naga-Sticks mitgeholt mit Äpfeln und Walnüssen ohne Zuckerzusatz. Mit Mineralstoffen und lebenswichtigen Vitaminen. 2 Stück, 112 Gramm insgesamt. Die lieben meine Hasen. Genau. Und ich habe zweimal von Winston dieses Meerschweinchen- und Zwergkaninchenfutter mit den lebenswichtigen Vitamin C und Früchten ohne Zuckerzusatz, ohne Zusatz von künstlichen Farbstoffen. Genau, da sind 1000 Gramm drin. Und das habe ich zweimal gekauft, weil die lieben meine Hasen. Genau, weil meine Hasen, das sind so typische, dieses Futter fressen die gerne. Dann Kräuter, dann Früchte, Heu fressen die sehr gerne. Dann diese Knabberstängel hier. Dann diese Erbsenflocken. Ungemein essen meine Hasen sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen, wenn die Kunststückchen machen und ich die dann ja loben tue, dann bekommen die so eine kleine Erbsenflocke. Habe ich euch auch schon mal mein Holz gezeigt. Und die lieben meine Hasen. Meine Hasen wollen gar kein frisches Futter wie Möhren oder Äpfelsalat oder sowas. Das packen meine irgendwie nicht an. Ich biete es ihnen zwar an, aber die möchten es nicht. Dann, wenn sie es nicht möchten, dann bekommen sie es auch nicht. Dann bekommen sie halt eben das, was sie gerne essen wollen. So, genau. Meine Nase juckt und wenn die Nase juckt, gibt es irgendwas Neues zu erfahren. So, ich werde mal alles verräumen. Dann werde ich mal Mittagessen kochen. Und dann muss ich noch spülen und staubsaugen. Noch ein bisschen Haushalt machen. Und ja, Wäsche muss ich noch waschen. Und ich wollte auf jeden Fall noch ein Video drehen. Das Maskenvideo, das habe ich eigentlich euch versprochen gehabt. Am Samstagmorgen, also letzten Samstag morgens zu machen. Ich habe es leider nicht geschafft, Leute. Tut mir leid. Ich werde gucken, dass ich das vielleicht heute Abend abdrehe. Dass ich heute Abend mache, dieses Maskenvideo. Und weil ich nämlich sehr interessiert bin, wie diese Maske ist. Die ist mit Avocado. Und die werde ich sehr wahrscheinlich heute Abend dann machen. Und dann werde ich dazu einen Film abdrehen. Ein Video abdrehen. Und das dann online stellen, damit ihr das sehen könnt. So. Und dann wollte ich gucken, vielleicht Donnerstag oder entweder morgen. Morgen ist ja schon Donnerstag, genau. Oder am Freitag wollte ich dann ein Schminki abdrehen zu der Palette von der Rival Loves Me Palette. Diese schwarz glitzernde Palette. Da wollte ich noch ein Schminki abdrehen zu. Genau. Aber erst zum Wochenende hin. Ich gucke, ob ich heute Abend noch das Maskenvideo schaffe und euch online stelle. Und ja, gut, dann werde ich mal alles verräumen jetzt. Ich bin auf Instagram, das heißt ich Goldener Engel. Werde ich euch in die Infobox schreiben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Passt schön auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao.